Ich hatte vorher das Redaktionsteam mal gefragt, ob die uns was schicken können. Und die haben uns quasi da Sticker und T-Shirts geschickt, falls ihr Bedarf habt. Wow! Okay, also im Prinzip habe ich dasselbe Thema. Mit dem Unterschied, also praktisch mein Problem war tatsächlich, dass die Logfiles am Start waren und irgendwo zentralisiert durchsucht werden mussten. Das Ganze passiert in der Umgebung, das ist also so ein, wenn man sagen, mittelgroßer Webshop und der sieht jetzt zur Weihnachtszeit so 120.000 Besucher am Tag. Das Ganze läuft da auf Java und da spuckt irgendwie der Tomcat so Log4j-Messages aus. Davor sitzt ein Reverse Proxy Stack mit Nginx, Vanish und Apache. Das Ganze sitzt in VMs und es gibt ein komplett physikalisch getrenntes Development-System, dort wo auch das Logging stattfinden sollte. Dieses aber klein in einem ganz anderen Rechenzentrum. Also da sieht die Konfiguration der ganzen Geschichte, schaut so aus, der Stack ist einfach doppelt da. Es gibt fünf Application-Server, das ist ein Backend. Das ist ein Backend für Frontend-Server und die Systeme sind an sich ziemlich kontrolliert von der Außenwelt, dass da die bösen Hacker nicht unbedingt drauf springen. Und das Ganze gibt es nochmal im Prinzip als Development-System, dort gibt es eigentlich nur einen Proxy-Stack und drei Application-Server. Und da steht ein vergleichsweise großes NAS rum, was mit NFS angebunden ist. Also das sind so ungefähr die Ausgangsdinge. Die Logdaten, die ich da am Hals habe, das sind ganz klar, das sind die Access-Logs vom Nginx, dann die vom, die übrig geblieben sind vom Apache, die Adlogs und wenn ich mal Zeit hätte, auch einen Vanish und CSA-Log. Das gibt es momentan jetzt gerade noch nicht. Ja, und die gehen da rum und belegen Plattenplatz und der kostet da im Rechenzentrum ziemlich viel Geld. Deshalb musste irgendwas her, was praktisch das Ganze wegspeichert und die Datenraten, die man da so ungefähr erwarten kann, das sind ja so praktisch so ungefähr 100 Events, die der Nginx auswirft, 60 der Apache und die Uploads so im Schnitt ungefähr 20 pro Sekunde. Ja, da gibt es ein paar Parameter, die man praktisch beachten muss. Das Ganze ist so, dass es halt aus dem Rechenzentrum in ein anderes Rechenzentrum übertragen werden muss. Das Ganze passiert, wie man fast erwarten müsste, über Firewalls. Die haben zum Beispiel bei UDP irgendwie leichte Probleme, wenn sie da ganz, ganz viele Pakete bekommen. Es muss unbedingt verschlüsselt sein, ganz klar, wegen der Daten, die in den Logs drinstehen, die man nicht unbedingt publizieren wollen würde. Verluste bei Logfiles sind theoretisch akzeptabel, aber halt nur theoretisch. Also wenn man es dann so weit ist, dass man Daten braucht, dann ist es immer akzeptabel, dass eine halbe Stunde irgendwo fehlt. Was auf gar keinen Fall geht, ist praktisch, dass die Sachen portieren, wenn irgendwie der Empfänger ausfällt, was irgendwie bei Syslog, RSyslog mit TCP passiert. Wenn es keinen Empfänger mehr hat, dann fängt es mal ganz unschön an, den Rechner zu portieren. Und bei UDP ist es halt so, dass ein Zeug verschwindet. Das Ganze hat auch noch die lustigen Log4j Mehrzahlen-Logs, die nicht einfach eine Zeile sind. Und was das Allerschlimmste ist, man hat fast gar keine Möglichkeit einzugreifen und zu sagen, hey, mach das Login mal bitte mit dem lustigen Plugin für Log4j, sondern man muss mit dem leben, was da ist. Also man kann ja jetzt nicht sagen, nehmt das Delph-Plugin für Log4j und schreibt mir das da raus, das tut nicht. Am Ende des Tages bleiben einfach files übrig. So, dann gab es praktisch mal einen lustigen Proof of Concept, den Jens da gebaut hat. Der hat da so ein bisschen vor sich hingelebt, aber der hat zumindest mal angezeigt, worum es geht. Allerdings ist der mehr oder weniger verendet, würde ich mal sagen. Aber neulich praktisch war es dann so weit, dass irgendwelche Leute das wirklich wollten und vor allem die Logfiles weg mussten. Also bin ich dann dran gegangen und habe den ersten Versuch gestartet. Habe mir die ganzen Access-Logs und Sachen mit UDP, mit RSyslog schicken lassen. Und habe dann Logslash auf den App-Nodes dazu installiert, damit diese Mehrzahlen, die mir da praktisch auch irgendwie losgeschickt werden können. Und in der Literatur von Klog fand man praktisch, dass man so eine ganze Form in Klog Radio aufbauen. Das ist eine ganz winzige Komponente, die nichts anderes tut, außer das Empfangen und hinten wieder rausgeben, und zwar in so einem Message View. Da steht dran, dass RabbitMQ da ganz toll ist.
und hinten halt der Payload-Server. Das Ganze war auf einer Maschine und tat dann vor sich hin und kam soweit auch halbwegs klar. Allerdings war das UDP und praktisch das hat halt das Verlust behaftet und dort ist DLS eher unschön zu machen, wenn es dann mit dem Tunnel oder sowas. Deshalb war es so schlecht, weil kein TLS da war, das Ganze war UDP und des Weiteren ist das Gelf-UDP, wenn man es nimmt, dann haben die Firewalls da sehr, sehr große Sync-Tabellen und kommen mit der Anzahl, die also, wenn man jetzt noch ein Produktivsystem hat, wo ein Webshop dahinter ist, dann mag man die Firewall nicht unbedingt massiv stressen mit irgendwelchen UDP-Paketen, die in die Welt schickt. Das Ganze lief auf einer virtuellen Maschine mit 48 GB RAM und 4 Cores. Und der Speicher war im Grunde praktisch komplett voll. Also das schaut jetzt nicht so aus, dass man damit bei den Datenraten, dass man damit mittelmäßiger Hardware irgendwie dran gehen konnte. Und das Schlimmste war, dass halt praktisch immer wieder Lücken drin waren. Das fand ich schlecht und habe aufgrund dessen praktisch den Zonenbesuch gestartet. Da bin ich auf den Logstash Forwarder gekommen. Das ist eine sehr nette Komponente, die kann man auf den Log-Sender installieren. Die kann TLS aus Out of the Box und die sind dann programmiert, keine Ahnung, also was man installiert ist, es ist sehr, sehr winzig und schmalgewichtig und es stört jetzt nicht auf irgendwelchen Produktservern. Das Ganze hat an den Logstash Empfänger geschickt und der hat es in das Klog direkt reingegeben. Was im Grunde praktisch zu den Ergebnissen kam, dass ich jetzt TLS hatte, das Ganze ging über TCP. Und der Logstash-Forwarder, der ist eigentlich sehr nett programmiert, der ist wie gesagt sehr winzig, der kann Log-Rotate überlegen, indem er sich die File-Handles einfach merkt. Der arbeitet mit Acknowledge-Paketen und der stoppt einfach, wenn der Empfänger verstorben ist und der praktisch kein Acknowledge mehr bekommt. Der kann, hat ein sehr nettes Feature, dass er nur neue Dateien macht, also man kann ihm einfach sagen, war Log. Und dann geht's los und dann schickt er nicht irgendwie die Logs von den letzten 20 Jahren dahin, sondern der fängt wirklich da an, wo gestartet wurde. Das macht sich teilweise ganz schön, wenn man da schon rotierte Logs drin hat. Das Übel, was dabei praktisch zutage trat, war ein Bug in dem Logstash. Der tut bei TCP-Verbindung die Verbindung entschließen und ist relativ schnell dabei, die 48 Bit zu belegen. Das kann man aber ziemlich einfach beheben, indem man sich die 1.5 Beta installiert. Das ist eigentlich bei so einem Produktivsystem wie diese Wunsch. Das, was am Ende daraus kam, ist praktisch, dass das Reload bereit nicht mit den Datenraten klarkommt. Möglicherweise lag es an zu langsamem I.O., weil die Datenbanken auf dem NFS gespeichert sind, aber am Ende des Tages hat es praktisch irgendwo bei 200 Nachrichten pro Sekunde gehört, es einfach auf zu funktionieren. Und dann fehlen da Dinge. Das ist extremst unschön und hat irgendwie meine ganzen Anforderungen nicht getroffen. Also bin ich beim dritten Versuch gelandet und dort ließ ich den Logstash Forwarder, schickte das direkt an das empfangende Logstash und schreibe das von da einfach in das Elasticsearch direkt rein und verwende Kibana 3 oder 4 oder gerade was einem gefällt, um direkt auf dem Elasticsearch rumzutun. Und das funktioniert bis jetzt auch relativ stabil und zufriedenstellend. Da habe ich alles, was ich haben wollte, nämlich Verschlüsselung, ich habe TCP, ich habe praktisch das Log sehr später, was auch geschwindigkeitstechnisch, zumindest steht es auf der Seite, sehr toll ist und sollte rein theoretisch 50.000 Events pro Sekunde verarbeiten können. So viel habe ich ja nicht. Sondern nur 600 in der Sekunde, das schwankt, also manchmal sind es auch 1800, das ist eigentlich so extrem spitzen. Das Ganze schaut dann so aus, dass da 300 MB pro Sekunde an Logdaten reinlaufen. Und die Installation tut es aber auch mit dem NFS. Dabei kommt man früher oder später auf das Logstash, was dann die ganze Arbeit erledigen muss. Das ist eine Ansammlung von Plugins und Dingen, was eigentlich sehr nett ist, weil man kann dort praktisch diese Logfiles, die man im Wesentlichen als eine Zeile Text präsentiert bekommt, kann man dann auch verändern. Man kann die Datentypen ändern, das ist erstmal fast alles praktisch ein String, aber man hat ganz gerne Zahlen. Es gibt ein Plugin, was sozusagen aus einem User-Action bei AccessLogs direkt einen sehr viel größeren Datenblock ermittelt und da Betriebssystem dran schreibt und wie es wohnt und was noch für Dinge, das ist ganz nett.
speziellen VoIP-Plugin, was während des da die 600 Events verarbeitet, auch noch die Namen an die IPs anschreibt. Es gibt ein Matrix-Plugin, was im Grunde das tut, was im Vlog diese statistischen Werte sind. Also es sagt halt, dass es praktisch eine Rate von 40 pro Sekunde grad hat. Das Ganze kommt mit den Multiline-Dingen zurecht und es gibt praktisch dort das Hawk-Plugin, was so eine Art Wunderzauber ist, die praktisch aus allen möglichen Logs die Daten halt ausschneidet und rausfindet, was das für Daten gerade sind und die richtig einordnet. Das Ganze läuft jetzt relativ neu und zwar seit dem 22.12. ungefähr. Da gibt es bisher praktisch 22 Millionen Einträge in dem Elasticsearch, das sind 280 Gig. Und das Elasticsearch hat aus irgendwelchen Gründen 242 Charts angelegt, wo die Daten drinstecken. Man kann mit dem Kibana praktisch, würde ich mal sagen, begrenzt auch so Dashboards bauen, wo man einfach sagt, da ist es der Status für, das, für den Nginx. Da sieht man praktisch Geo-IPs und all so Sachen. Das kann man den entsprechenden interessierten Usern dann dahin halten. Es gibt halt überhaupt gar keine User-Trennung oder irgendwelche Zugriffsregeln, was halt nicht schlecht ist. So schaut es aus, also praktisch zusammenfassend, um mit dem kostenlosen Version zu beenden. Das ist praktisch so, dass der Installationsaufwand relativ hoch war, was wahrscheinlich gar kein Lag ist und bei Besuch gebraucht wird, um irgendwas Funktionierendes zu bekommen. Das Ergebnis könnte man praktisch gut nennen, wenn man bestimmte Einschnitte macht. Mal am Ende sitzt man allerdings mit Beta-Software da, was praktisch Probleme bereitet, wenn das Rechenzentrum einen Vertrag hat, wo es irgendwie Uptime garantieren soll. Dann merkt es dazu gern, dass ich bei Beta-Software auf dem Produktivsystem installiere. Und es ist halt am Ende auch so, dass die Antworten, die der Kunde oder halt praktisch derjenige, der nachher irgendwas dran machen will, haben will, das ist relativ aufwendig, die da rauszubekommen. Also praktisch, das sind typischerweise so Sachen wie, hey, das hat der Yahoo-Bot gestern veranstaltet. Der hat irgendwelche Klicks generiert in zum Beispiel in einem Affiliate-Netzwerk. Und dann sitzt man schon eine ganze Weile, bis man da vernünftige Ergebnisse rausbekommt. Deshalb gab es zwischendurch mal eine ganze, wenn man fast sagen, Band an Vertriebsmenschen von dem Produkt Flank. Dazu, du hast es als Open Source hingeschrieben. Ja, ja, genau. Also Open Source mag vielleicht sein, aber die haben da auch recht stolze Zahlen dran stehen. Allerdings ist es dort so, dass die Menschen mir netterweise eine Lizenz gegeben haben für 20 GB Index am Tag, was gut ausgereicht hat für meine Geschichten. Das Ganze hat einen Scrum Forwarder, der praktisch dort installiert wird. Das kann man im User Space machen, wenn er den die Logfiles lesen kann. Das geht relativ easy, wenn man es einfach mit ZIP startet. Das Ganze kann man konfigurieren. Das Wichtigste dort ist einfach, man sagt, add und remove diesen Pfad, diese Datei. Und das war eigentlich schon der gesamte Installationsverfahren auf dem Sendeserver. Am Server selbst installiert man das als Paket. Das läuft los, hat einen Webpull. Es gibt Dashboards und man kann von dort auch die Config auf den Forwarder steuern. Man kann die an- und ausschalten, man kann Files hinzufügen. Was eigentlich ganz nett ist, weil es wirklich auf den Sendern nur die Installation von dem Forwarder ist und den Rest kann man von dem großen Server aus machen. Das Ding hat eine sehr große Userverwaltung mit Anbindung an LDAP und alles, was man will. Das lässt sich nur mit Verschlüsselung praktisch aufsetzen und ich würde mal sagen, wenn man sich die Zeit nimmt, braucht man halt 15 Minuten am Server, der die Logs wegsendet und der Indexer selber ist in 30 Minuten vielleicht installiert. Das ist ein gewaltiger Unterschied praktisch zu den 2 Wochen, dem Bastel und den eher Instabilitäten, die praktisch das Elasticsearch mit Logswitch nach sich zog. Die Features, die das Produkt Splunk hat, sind im Grunde sehr ähnlich, also wie das Paylog, das schaut sogar fast gleich aus. Mit dem Unterschied, dass das sehr, sehr viel automatisch kann. Also es findet diese Logdateien und findet mehr oder weniger von selbst raus, dass es ein Log4j ist, dass es Multiline ist und tut dementsprechend auch sofort die Daten erkennen. Und es ist dann nicht darauf angewiesen, dass man dass sie in die richtige Reihenfolge kommen. Also das ist mehr oder weniger out of the box, hat es alle Logs, die ich da reingetan habe, sofort richtig zugeordnet.
die Suche ist sehr viel umfangreicher als das, was man von Elasticsearch-Befehlen kennt. Und man kann nämlich dort praktisch die Ausgaben miteinander verketten und kann mit diesen Pipes praktisch die Ausgaben einfach nochmal zusammenfassen. Und da wäre so ein Beispiel, wäre einfach, dass man sagt, das ist das Access-Log. Dann soll es bitte auf dem Feld IP die Geo-IP ausrechnen und nachher die Top 10 Länder rausgeben. Und das ist ein so ein Befehl, den kann man sich zur Not auch dann mit so einer Clip-Oberfläche zusammentun. Und dann ist das Ergebnis schon fertig. Da gibt es praktisch das Kuchendiagramm. Das kann man dem nächstgelegenen Manager vors Gesicht halten und sagen, schau, das sind voll viele aus Deutschland, die da bei uns rumpausen. Und das liefert sehr, sehr schnell Ergebnisse. Also praktisch, das ist ja am Ende das, worauf es ankommt. Also das hat am Ende sogar für denjenigen, der sich beeisen, einen Mobile Access Server, dass man das am Handy irgendwo an der Hustabstelle noch in diese Logs anschauen kann. Aber es gibt das Leute, die brauchen das unbedingt. Das Ganze hat von den Inputs her praktisch Skripte, die für alles Mögliche angeliefert werden. Das wäre zum Beispiel, dass man es einfach an einem Linux-Server installiert und das schickt die ganzen Rechnermetriken dahin. Ansonsten TCP und UDP, Syslog-Dinge, ganz klar Dateien. Aber das arbeitet halt größtenteils mit diesem Forwarder, auch eben auf der Sache, dass es nur mit Verschlüsselung funktioniert. Die Typen, die das unterstützt, sind so ungefähr alle. Das geht sogar bis zum MySQL, Slowlog und Errorlog, was ja praktisch eher als Logfile ziemlich schwierig zu behandeln ist. Das kann man einfach anklicken und sagt, so, dann wird es selber sein, das ist ein Slowlog und schon stehen die Ergebnisse da. Also das ist ziemlich schnell. Der Forwarder ist relativ schnell installiert und läuft auf so ziemlich allen Systemen. Das kann man wahrscheinlich, also es gibt für Windows, Mac und alle bekannten Systeme. Das Ganze unterstützt natürlich Cluster-Konfigurationen, dass man da mit richtig großen Datenmengen umgehen kann. Und das Remote-Management, das spart einiges an SSH-Logins. Das Ganze ist praktisch für Menschen, die gerne Server administrieren. Das ist ganz nett, weil es all diese Suchfeatures hat für die Mails, die man sucht und vor allem jetzt genau gefällt sind. Man kann das interaktiv bedienen, indem man sich auf den Strich mit dem Maus einfach in die Bereiche reinzoomt. Das kann genauso auf definierte Events Mails verschicken. Und das Ganze kann man, wenn man sich die Mühe macht, kann man das auch praktisch so machen, dass es an die Mails schickt, bevor irgendwas passiert ist, wenn man das aus den Logs irgendwie auslesen kann. Und am Ende speichert es die Logs hinten auch wieder raus und man kann die dann gut archivieren. Es gibt allerdings auch eine Ansicht eher für die Executives, die praktisch jetzt nicht unbedingt Logfiles sehen wollen, sondern die wollen lustige Bilder haben. Und da ist es praktisch wirklich möglich, auch zu sagen, da ist das Logfile, du siehst aber nicht alles, sondern man gibt nur die Message, die ich denke, dass du sehen willst. Und dann kann man dort mit dem Außenbord markieren, draufklicken und sagen, suchen, und dann sieht man dort schon. Also das ist echt Logfiles für eher Menschen, die nicht so gewandert sind mit Treppen und Tail. Das Ganze kann man richtig schön bunt machen und nicht zuletzt auch mit Excel exportieren, was ja doch relativ wichtig ist. Am Ende des Tages kostet es alles Geld und das scheint mir stark, dass es eine Verhandlungssache ist. Das wird abgerechnet, wird nach dem Indexvolumen. Jetzt schaut so aus, dass ich da Angebote gesehen habe, die reichen von 40.000 Euro für 5 GB am Tag, weiß es aufs Jahr. Allerdings sah ich auch welche, die lauteten 12K für 20 GB. Das scheint sich da um den Vertriebspartner und das eigene Geschick zu handeln. Das Lustige ist, das Ganze ist tatsächlich kostenlos bis 500 MB am Tag, was eigentlich für so ein, wie man sagen, kleineres, mittleres Unterfangen gut ausreicht. Und da kann man sich das völlig kostenlos anschauen und meiner Ansicht nach ist es auf jeden Fall ein Blick wert, weil das ist. Liebe Leserinnen und Leser, die Ausleihe schließt in 10 Minuten. Wenn Sie noch Medien Ladies and gentlemen, desk will close in 10 minutes. If you would like to borrow any library materials, please do so now. We also kindly ask you to return no longer needed library materials.
Also dann, so. Also, da bin ich auch fast schon am Ende praktisch mit der ganzen Geschichte. Die Sache ist so zusammengefasst, ob sich das lohnt, da irgendwie meinen Gedanken dran zu verschwenden oder einfach zu sagen, ich schau mal, was das wirklich kostet. Da denke ich, aus meiner Erfahrung ist es praktisch ja, wenn man mehr als nur einfach nach einem Fehler im Loch suchen will, sondern man will wirklich Business-Informationen aus Logs nehmen. Wenn man zum Beispiel sagen will, das so schaut es aus, wenn man meinen Nutzer den Verkauf tätigt, dann fängt er genau dort an und der hört dort auf und es gibt dazu Informationen, wie hat das mit der Kreditkarte funktioniert, hat das mit dem Amazon Express-Checkout funktioniert und all das, das kann man da sehr schön isolieren und praktisch in kleinen Häppchen ablegen und grafisch darstellen, falls man so einen abstrakten Dinge aus Logs rauslesen muss, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dort zu schauen, was es kosten wird. Wenn man für seine Dinge ohnehin irgendwelchen Support oder irgendwelche Laufzeitgarantien braucht, dann lohnt es sich wahrscheinlich auch, mit den Versuch zu machen, mit Logstash, Beta 1.5 und irgendwelchen Geschichten anzufangen, weil dann ist es praktisch durchaus das Geld wert. Und wenn es wenn man unter 500 Megabyte Daten hat, dann lohnt sich das auch. Allerdings denke ich, das ist das Geld nicht wert, wenn man tatsächlich nur in Logs was suchen will, wie zum Beispiel, warum ist die Mail jetzt nicht angekommen, weil das kann das Elasticsearch genauso gut und wahrscheinlich ist dafür auch der Aufwand nicht so hoch, wie ich da bin. Ja, so schaut's aus. Das ist eine Frage. Ja, was steht da hinten? Was ist das für eine Frage? Das ist irgendeine Aktie mit dem US-Konzern. Aber das ist doch dein eigenes Server. Ja, ja. Also das installierst du selbst und du brauchst deine eigene Hardware. Und wie kontrollierst du aber den Code aus? Also der Code aus, was? Da ist mein Lizenzmanager tatsächlich drin. Und der schafft es, die Daten zu zählen, die du benutzt. Also der ist auch nicht so dingig, wenn man da jetzt mal ein bisschen drüber ist, dann tut ihr das schon praktisch informieren, aber wenn jetzt 5 Jahre im Folge drüber ist, dann sollte man es nicht komplett ab und sagen, dann sollst du mal bitte da nicht verpflichten. Also es ist, das telefoniert dann nicht nach Hause, sondern es ist tatsächlich die Lizenz, die du eingespielt hast, die schaut, was du irgendwie zertifiziert und beantwortet die Sprache, die dort. Also was gibt nur diese Sprache? Ich werde überrascht, wenn es praktisch sehr viel was anderes wäre als irgendeine Elasticsearch oder wie auch immer gehabt. Also es schaut jetzt nicht so aus, als wäre es praktisch, also es scheint nicht dran. Ist auch jetzt nicht in der Frage gewesen. Aber am Ende des Tages geht man davon aus, dass es am Ende auch irgendein Java-Dingens ist, was praktisch auch mit Ihnen oder irgendeinem von den Kindern passiert. Zumindest war es praktisch mit der Datenmenge, wo sie den Drehlauf ganze Probleme hatte und mit dem Elasticsearch hat es das völlig knacklos gefressen und hat nur gar nie die Filme abgelegt. Dass das IO zu langsam wäre oder anzusehen, also das ist außentechnisch, dieses schneller zur Verfügung zu stellen, vor allem weil es nicht aus so viel Komponenten besteht. Also wenn du so einen Redeslaufen hast und zwei verschiedene Logstash-Komponenten wie das Elasticsearch und vielleicht noch das Drehlauf dazu. Und das ist natürlich sehr viel mehr als ein monolithische Software, wo man halt da nicht weiß, was drin ist. Wie ist jetzt die Ressourcenauslastung? Das ist halt auf einer sehr viel kleineren Maschine. Also ich denke mal, das ist mit 16 Gig und den 4 Cores ist es auf jeden Fall rausgekommen. Und es hat dann nicht irgendwelche Überlast produziert. Woraufhin, also das Drehlauf, das ist stabil mit einer Load von ungefähr 16 Gig. Die ganze Zeit und es schaut so aus, als würde sich immer das Drehlauf ist irgendwo ein zweiter Elasticsearch-Node und die tun sich gegenseitig vermutlich irgendwie rausregeln. Könnte man lösen, indem man verschiedene Hardware nimmt, aber was auch immer wieder Geld. Noch jemand Fragen? Ich hätte nochmal eine generelle Frage, die ist vielleicht jetzt nicht auf das Plan-Ressource spezialisiert, sondern generell der Fall, wenn man Logs erwartet, die aber nie kommen. Wir haben zum Beispiel zeitgesteuerte Aufgaben, die laufen müssten täglich beispielsweise, nehmen wir mal einen Backup. Ich schreibe halt auch irgendwo einen Logfile hin
und das Backup läuft aber nicht aus irgendwelchen Gründen, weil der Cron nie läuft oder sowas. Ne? Das sind ja Sachen, die kann ich ja nur überwachen, indem ich wiederum einen Cron habe, der den Cron überwacht oder sowas. Weil man müsste quasi... Was, wenn der ausfällt? Was, wenn der ausfällt? Was ist, wenn das Logfile quasi gar nicht neue Dateien, neue Daten enthält? Ob es da Metriken gibt, die erkennen, dass da nichts kommt? Dass da drei Tage lang nichts reingekommen ist, neues? Oder was ist das? Dass du dann verschreibst, dass der hergeht und schaut, ob da neue Dateien sind, und wenn nicht, schreibst du mir. Also so für Logfiles ist das halt gar nicht so wichtig. Also wenn du sagen musst, es muss Montag früh um 9 muss dort eine neue Datei liegen, dann musst du mal so einen Find machen und schaust praktisch, ob das so ist. Weil die Logfile, was praktisch nur das funktioniert, und es schreibt irgendjemand, dass nichts in den Logfile drin steht, das ist schon ein bisschen abstrakt. Ich dachte, Gesetz im Fall, der Cron läuft einfach nie. Der, ja, schon klar, du musst das merken mit dem Logfile. Ja, eben, das ist die Sache. Ich kann ja erwarten, dass ich jeden Tag was, also ich erwarte halt jeden Tag was. Und wenn das halt drei Tage lang gekommen ist, dann stimmt das nicht. Wenn es jeden Tag erwartest. Nee, also da weiß ich nicht, ob der Logfile wirklich dir in irgendeiner Form helfen kann. Weil es ist ja sozusagen genau umgekehrt. Normalerweise steht da ganz viel drin und man könnte anfangen zu prügeln, warum das so viel ist und was da steht. Aber das ist ja genau umgekehrt. Es steht nichts da. Aber wäre nicht auch ein Beispiel, einen Ausfall zu erkennen? Also wenn zum Beispiel, könnte man nicht eine Regel machen, die einen benachrichtigt, dass zum Beispiel keine Nachrichten mehr reinkommen? Ja, genau. Also das könnte man auch so machen. Also das gibt sowohl bei dem Payload als auch bei dem gibt das Plan, dass du sagst, die Daten, also zum Beispiel Access Log, ist unter 60 pro Sekunde gesunken, ja. Dann ist es wieder los. Also praktisch, dann ist sozusagen dein Order-Router irgendwie geworden. Hm. Oder was Schlimmeres. Also praktisch, wenn extreme Abweichungen von dem erwarteten Wert sind, das kannst du natürlich machen, dass dann eine Mail geschickt kann. Ja, also könnte man ja so eine Regel dann auch machen, zu sagen, irgendwie, es ist keins reingekommen und dann. Hm. Also ist ja auch 100% Abweichung von 1 auf 0. Ja. Es gibt, also da war halt jetzt letzte Woche hat ein News-Ding von Twitter, hat ein Tool veröffentlicht, Anomaly Detection nennt sich das, ist mittlerweile Open Source. Die nutzen dieses Tool, um genau sowas rauszubekommen. Also eher, also es läuft halt irgendwie alles ganz normal und um dann zum Beispiel in einem Stream rauszubekommen, dass da irgendwie was anormal ist. Nutzen die dieses Tool und kriegen dann raus, oh, irgendwie ist jetzt halt hier was nicht drin. Also zum Beispiel, es verhält sich nicht normal, vielleicht hilft euch das ja auch weiter. Ist aber ein bisschen komplex, ein bisschen A beschrieben. Also das Plank hat auch so ein Feature praktisch extrem seltene Events aufzuspüren und wenn man jetzt zum Beispiel einen Access Log hat und dann sieht ganz sehr, sehr komisch aus, wie dann mit den komischen Hacker, die da PHP direkt aufrufen wollen, sowas finde ich das relativ zügig raus, weil es schaut anders aus als das Muster, da gibt es noch häufig, das ist immer alles okay zu 100 und wenn dann plötzlich eins mit dem ganz suspekten Return Code als Beispiel kommt, ist sowas finde ich das auch raus. Das hat extra Knopf für seltene Ereignisse. Also als Intrusion Detection zumindest verwenden, aber man kann ja an den Vorwarter nichts zurückmelden, die irgendwie automatisch blockieren. Also das ist auch wurscht, also der schickt das einfach nur dumm hin, aber du hast einen riesigen Datenblock und der wird irgendwie statistisch untersucht und es wird gesagt, es passiert alle 2 Stunden mal, dass die Datei aufgerufen wird als Beispiel, das zählt dann als seltenes Event. Was ist eigentlich die Prämisse darunter, die ganzen Logdaten an das Development-System zurückzuschicken und in dem Rechenzentrum noch das direkt zu verarbeiten? Im Rechenzentrum, da sind virtuelle Maschinen gemietet und Speicherplatz und das kostet einfach Geld. Und die Logdateien praktisch, also wenn dort jetzt, 300 Gigabyte Logdateien zu haben, die nicht im Suchbar sind, sondern einfach nur darin liegen, praktisch, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Allerdings ist es so, dass ein VM auch relativ viel Geld kostet, um dort praktisch den Logging-Server zu betreiben und so wichtig ist es nicht. Und damit wird es einfach auf das Dev-System geschafft, wo, wenn man sagen, alte Hardware rumnummert und da kann man sich ohne weitere Kosten auf eigene Hardware einfach mal eine VM her tun und dort das Auswerten machen. Also das war der Sinn dahinter. Das
meinst du, wie häufig die Entwickler nachschauen, um irgendwelche Fehler zu analysieren? Ich sag dann, wenn ich denen sage, die sollen mal gucken, dass da alles vor den Fetchen steht. Also, die interessiert es das geht alles über dich. Die interessiert es nicht wirklich aus irgendwelchen bis dahin unbekannten Gründen. Aber im Prinzip ist es halt so, dass, dass wenn ich da jetzt sehe, dass praktisch irgendeine komische Exception die ganze Zeit geworfen wird, dann muss ich den Menschen einfach einmal einen Link geben und sagen, schau mal, was das ist. Das ist aber halt so eine Sache, die normalerweise untergehen würde in einem Logfile, was praktisch 20 Meldungen pro Sekunde runterschreibt. Da siehst du wirklich, dass irgendwas häufiger ist. Und das, da kommt man halt relativ schnell drauf. Also auch das Simpleste sind 4 und 4 Fehler im Nexus-Log, die man sonst praktisch nur nie sieht. Die poppen dann plötzlich auf und man denkt sich ja, das verdammte Icon für das iPad, das kann man jetzt auch noch entschieden, nur damit der 4 und 4 weg ist halt. Also das sind so Sachen, die dann ganz interessant sind, die sich aus der Masse der Daten ergeben. Wenn man sagt, wenn man mal 24 Stunden praktisch die häufigsten 404 anzeigen, dann ist man halt überrascht, dass es da, ich habe keine Ohrwurzeln gesehen, also so Dinge ein bisschen drin. Habt ihr mal die Firewall auch gelockt, oder? Also ja, nicht wirklich. Also heute ist, ich habe die Frage, also die hat jetzt halt wirklich viel zu tun, die Firewall. Also außer halt Firewall. Ja, aber um halt Intrusion Detection zu machen, ist es ja auch sinnvoll, mal zu gucken, ob da jemand mit einem Portscan drüber läuft oder. Das ist alles relativ gut hinter dem, so einem also praktisch der DNS-Record ist ein A-Record und der landet bei irgendeiner Firma, den Namen ich vergessen habe. Und also praktisch so ein Portscan, der wird dann nie auftauchen, es sei denn, irgendjemand findet die endgültige IP raus. Also da gibt es nicht mal einen Name-Eintrag für den wirklichen Firewall, das endet alles irgendwo in der Cloud und auf irgendwelchen Wolken-Dingen. Also da, die sind da auch sehr, sehr schnell dabei und sagen, hey, der Typ hat schon einen fünften Portscan besucht und blocken den dann weg. Das heißt, er macht sich zum Beispiel nicht kann das Netz irgendwie switchen. Also das ist nur praktisch für den Webshop-System und es ist ein bisschen so, dass praktisch, also das lange Einsatz, der war in der Tat vor dem ganzen Aufwand, da irgendwas aus Open Source hinzuschrauben. Mhm. Nur waren die Zahlen irgendwie leicht abschreckend für diese Leute, die mit der Geldbörse nicht dagegen laufen. Und die haben gesagt, ja, was soll jetzt hier irgendwie 40.000 im Jahr zahlen für irgendwas, wo nicht mal das ist. Und das Witzige ist, so eine Art Henne-Ei-Problem, weil nämlich jetzt schaut es so aus, dass praktisch die Daten vorliegen. Und man ist imstande, irgendwelche Dinge rauszuräumen und zu sagen, hey, da läuft was falsch, da ist praktisch die ganze Zeit so ein komischer Press, die sollten ja gar nicht sein. Und das weckt dann so die Geldbreite, dann sehen diese Menschen praktisch irgendwelche coolen Torten hier an und sagen, wenn ich da drauf drücke, da kommt ein Boost aus komischem Zeug, was ist das denn? Und jetzt ist es also, das ist praktisch so, dass man am Ende des Tages das doch rauslaufen, dass man das Geld wohl dann doch bezahlt, weil man erstmal lernt, was man überhaupt aus diesen Daten rausbekommt. Also das ist so eine Sache, die kann man vorher ganz, ganz schlecht argumentieren. Wozu brauchen wir einen Fall, um irgendwie noch so zu suchen, ich habe da das gut Google Analytics, das passt ja eh schon voll. Ja, wenn man danach hergeht und sagt, ja, der Yahoo-Bot als Beispiel, der benutzt sich dann irgendeine komische Linkschleife und generiert über 3 Tage eine unglaubliche Anzahl von Requests, die Ressourcen blockieren. Ja, aber dann hast du das mit ihr gesagt, ja. Genau, also dann ist es, dann ich denke mal, das ist praktisch im Nachhinein, dann würde man sagen, okay, passt, jetzt haben wir da zwar praktisch 2 Wochen Zeit reingesteckt, um irgendwas zu bauen, aber jetzt sehen wir erstmal, was der Sinn der Sache ist und wir wollen das auch sofort haben, um das praktisch in unserem eigenen Rechenzentrum im Büro zu haben, für den Mail, einen Ausgang, praktisch ist immer beliebt, dass er praktisch gar nicht bekommt, sagt, nee, dann haben wir Ruhe geschickt. Und das ist dann ganz einfach zu beantworten und dafür wird sich das, also praktisch, das ist ja dann von den Daten im Vergleich zu dem, was der Webshop abwirft, ist es eher gering, was in so einem internen Netz anfällt. RS1 praktisch schon am Ende des Tages unschönerweise die Logs vom Boxen von ausgehenden Webanfragen, was da das Unternehmen treibt. Also so Dinge lassen sich dann, also das führt dann eins zum anderen und dann könntest du noch das Log dabei tun, weil dann sehen wir jetzt schon, dann geht es dahin. Ich denke mal, das ist praktisch so eine Sache, die kann man vorher nicht erklären, aber nachher ergibt sich das hinterher. Es wird dann schade, man hat immer eine lustige Pop-Sprache. Das ist schon eigentlich gar nicht.
Alle zufrieden mit den Antworten? Ich hatte, es ging jetzt, geht es aber nur über, also der Vollbehalter geht jetzt nur über Dateien. Man geht auch direkt über den Sysler. Ja, also das ist praktisch das, was man schon jedes Log-System in der Welt kann, dass praktisch das R-Syslog empfangen kann. Mhm. Und das ist auch von der Senderseite vernünftig konfigurierst. Es geht halt auch relativ gut mit der Einschränkung, eben dass praktisch bei der TCP, wenn der Empfänger verstirbt, praktisch auch dein Server nicht verstorben ist, weil das Syslog dann komplett blockiert. Und bei Unity gegebenenfalls die Hälfte einfach in nichts landet. Dann vielen Dank, Thomas. Gut. Sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam. also wir haben hier noch so ein bisschen Zweck. Wir hatten ja eigentlich letztes Mal Docker-Vorträge. Jetzt sind die Docker-T-Shirts angekommen. Also wer eins möchte, kann das heute mitnehmen. Ansonsten gibt es ja noch so ein paar Aufkleber. Von Cradock gibt es ein T-Shirt. Zwei, okay. Welche Größe? Also bei den Docker ist es so, es gibt 2XL und N. Also sonst nichts. Also entweder einen guten Schneider, der es kleiner macht, oder ist das schon. Oder einfach 2XL. Nein. Nee. Ja, wenn man zu zweit ist, passt man nicht. 2XL. Aber es ist echt nee, groß. Also sie fallen groß aus. Ansonsten das nächste WDCM im Februar findet zum ersten Mal nicht mehr hier statt. Also wir werden die Location wechseln. Und zwar werden wir das nächste Mal in den neu gestalteten, neu verfügbaren Sloop Makerspace wechseln. Der ist über der Straße im Drehpunkt. Genau. Thema ist JavaScript Foo mit der .NET User Group. Also die Mitglieder der .NET User Group Dresden werden sozusagen zu den Februar WDCM die Vorträge halten. Genau. Wir werden wieder über Twitter informieren, über die Meetup-Seite könnt ihr euch eintragen für das WDCM Februar. Und ja, findet am 10. Februar statt, falls nicht irgendwie noch was dazwischen kommt. So viel, das Organisatorische. Ansonsten, leider hat die Bierbar zu. Weiß nicht, ob wir noch ein Bierchen trinken gehen will oder was essen oder so. Aber wir gehen in Club 11, oder? Genau. Ja, der ist auch gleich hier um die Ecke. Falls jemand mitkommen will, ist noch ein bisschen. Ist auch recht gemütlich. Ist gemütlich, ja.